Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, die Art und Weise, wie Kinder geboren werden, sagt viel über eine Gesellschaft aus. Und in der Tat, und da ist der Antrag, geht in der Tat in die richtige Richtung, ist vieles in Deutschland im Argen. Ich habe in den letzten Tagen eine Reihe von Zuschriften gekriegt und will drei inhaltliche Punkte da herausgreifen. Jemand schreibt mir, meine Frau wurde vor der Geburt ständig indirekt zum Kaiserschnitt aufgefordert, obwohl nicht medizinisch indiziert. Die Quote ist mit einem Drittel viel zu hoch. Die natürliche Geburt sollte im Vordergrund stehen. In der Tat, wir haben eine Kaiserschnittquote in Deutschland von weit über 30%. Die 1991 waren es 15%. Und die WHO-Empfehlung liegt bei 10 bis 15%. Hier sind offensichtlich Fehlanreize im System, über die wir reden müssen. Zweitens, Zuschrift, unser Krankenhaus hat die Reform des Gesundheitsministeriums getroffen. Die sehr moderne und mit gutem Personal besetzte Stelle wird zum Jahresende geschlossen. Bei Risikogeburten sind jetzt lange Wege über die Landstraße notwendig. Auch das ist ein großes Problem, schon angesprochen worden. Die Geburtshilfen sind in den letzten Jahren halbiert worden. Und vor allen Dingen im ländlichen Raum ist das ein Riesenproblem. Ich finde das ein Skandal für ein Land wie Deutschland. Und drittens, Zitat, bei der Geburt meiner Tochter musste die Hebamme im Nachtdienst 4 Geburten gleichzeitig betreuen. Frauen wie diese Hebamme sind die wahren Helden. Dem kann man, glaube ich, nur zustimmen. Und kann vielleicht daran erinnern, dass die Vergütung viel zu niedrig ist und dass viele Hebammen auch eine besondere persönliche Risiko in Kauf nehmen müssen über die Haft. Ich habe in den letzten Tagen auch mit Hebammen gesprochen, die jetzt überlegen, in die Schweiz auszuwandern und so weiter. Also der Antrag geht in die richtige Richtung. Ich freue mich auf die Debatte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und der letzte Redner in dieser Debatte ist Johannes Wagner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.